Hallo und willkommen zu einer neuen Folge Don't Starve Together mit Nessa Elessa. Hi. Und ich bin gestorben. Der Baum hat mir zugesetzt. Aber er ist weg jetzt, ne? Aber er ist weg, aber der läuft hier noch rum. Weggelaufen. Ja, der läuft hier noch rum. Der ist mir auch entgegengelaufen. Hä? Ich habe irgendwas zu viel. Die Falle wahrscheinlich. Okay, Hä? Was habe ich denn zu viel? Moment, ich esse das hier mal. Achso, ich habe ja eben auch noch Essen. Oh, scheiße. Jetzt habe ich verdorbene Juicy Berries gegessen. Das ist natürlich auch geil. So. Ich hack mal noch ein bisschen. Ja, genau, hack mal. Bei 9% Spitzhacke ist natürlich der absolute Wahnsinn, ne? Mhm. Und ich habe keine Stöcke. Oh. Aber da liegen Stöcke. Oh, ich brauche 2 Feuersteine. Hier ist der zweite. Alter! Was ist jetzt los? Der Frosch. Ach, der Greif. Ja. Oh Gott, die Musik wird immer bescheuerter. Was ist hier eigentlich los? So, ich pflanze keine Bäume mehr. Ja, hast du beschlossen? Ja. Ja, wir können das ja auch außerhalb von unserem... Ja, der ist einfach aufgetaucht. Ja. Kannst du Gold nehmen? Ja. Zufällig? Ja. Ich habe keinen Platz mehr. Bitteschön. Dankeschön. So. Ach, ich kann kein endothermes Feuer machen, ne? Das muss ich erst erfinden. Ich glaube, das mache ich gleich mal kurz. Ja. So, genug Stein habe ich jetzt auch noch. Ja, ich habe 9. Ich habe jetzt 16, also wir können auf jeden Fall noch einen Thermalstein machen, dann haben wir oben noch 2 in Reserve. Ja, das wäre gut. Ich weiß gar nicht, wo unser Lager ist. Ich gehe einfach mal. Ja, ich kann gleich mitkommen. Ja, es wird gleich dunkel und ich kann halt kein endothermes Feuer machen. Hm. Irgendwie. Neun Prozent reicht wieder nicht. Warte. So, ich gehe mal zurück. Hm, ich bin schon da. Also da am Lager oder da beim am Lager? Ja, du bist beim Lager, ja. Hm. Und dann mache ich hier mal das Feuer wieder ganz hoch. So, und dann erfinde ich mal ein endothermes Feuer. Sehr gut. So, was kann ich noch erfinden? Ein Rucksack. Wo ist mein Feld? Oh, ein Feuerlöscher. Brauchen wir einen Feuerlöscher? Ah ne, wir haben gar kein Eis. Ja, okay. Okay. Ich habe gerade überlegt, haben wir die Folge überhaupt angefangen? Ja. So, ich möchte jetzt endlich... Oh, eine Marmorrüstung. Oh ja, ob wir allerdings damit noch rennen können? Ich möchte endlich trotzdem einen Morgenstern machen. Da brauche ich 2 Dingsbums für. Um Leuten mal so richtig aufs Maul zu hauen. Ja. Ich muss mich ja auch wehren können. Wie zum Beispiel gegen diesen Baumriesen Wie hier. Wie beispielsweise gegen den Baum. Eigentlich in Herr der Ringe sind die Ents ja alle nett, ne? Zumindest wenn man sie in Ruhe lässt. Allerdings haben wir auch die Bäume gefällt. Also insofern ist es vielleicht gerechtfertigt. In Minecraft sind die auch nett. Da gibt es sie nämlich auch bei Life in the Woods. Oh. Die habe ich noch nicht, mit denen habe ich noch nicht gesprochen. Ja. Bei einem... Ich habe keinen Platz. Ich habe die bei einem größeren YouTuber mal gesehen. Wer könnte es sein? Keine Ahnung. Wenn wir den Namen sagen, wenn wir den Namen sagen, könnten wir Clickbait machen. Laufende Bäume. No. Was ist denn eine worldly to create a breeze. Oh, warte mal.
Wenn ich damit dann laufe, wird mir dann wärmer, kühler. Komm mal hier. Das hattest du irgendwann auch schon mal. Ja, ganz am Anfang. Und ich weiß immer noch nicht, wofür es ist. Faules Ei. Wenn Insulation. Ich koche, ist es vielleicht nicht mehr faul. Nee, das kann man nicht kochen. Mist. Dann gibt's halt mal wieder Ratatouille oder sowas. Also wie gesagt, in der Kühlbox ist immer noch ein Happen, ne? Zwei Stück sogar. Ja, dann mach ich den Happen vielleicht. Ah, drei Stück sogar. Ja, siehst du mal. Das wollte ich. Dann mach ich das hier. Wir müssen hier das rein. Feuer auf jeden Fall hier am Laufen halten, ne? Ja. Ich habe das schon angeheizt. Ist schon okay. Ja, egal, ich mach mal meinen Ast rein. Mach mal deinen Ast rein. Das klingt ja auch irgendwie falsch. Vielleicht hättest du eine andere Wortwahl nehmen sollen, aber. Nur vielleicht. Diese faulen Eier hier, die bringen auch überhaupt nichts, ne? Ja. Tja, der Sommer ist mal wieder stressig. Ja, geht so. Bis jetzt? Och, ich bin nun total entspannt. Bis auf den Baum? Ja. Oh, es ist eine gefüllte Aubergine. Yay! Samen! Ich weiß nicht, ob die noch wachsen. Die Blumis. Ja, okay. Oh, jetzt habe ich dir die Fäulnis gegeben. Das macht aber nicht schlimm. Wir haben hier noch 10.000 Fäulnis. Hey, eine Aubergine. Ja, machen wir doch direkt. Hier, guck, ich habe hier noch drei. Ich habe da drei Karotten reingetan, da kannst du die Aubergine dazu tun. Ja, warte. Hä? Ist da überhaupt ein Samen drin? Was mache ich hier eigentlich? Hey, okay, da war gar keiner drin. Das war gut, dass ich das gemacht habe. Ja, lach mich nur aus. Kein Problem. Ich kann nicht anders, es tut mir leid. Ich wurde so geboren, ja. So. Eine Aubergine, sonst wird es nur eine Karottensuppe oder sowas. Nur eine Karottensuppe? Ich meine, okay, Karottensuppe ist eigentlich auch schon ziemlich lecker, aber... Ja, ich wollte gerade sagen, nur eine Karottensuppe. Liebe Suppe! Ich habe irgendwie Hunger. Boah, ich hab heute mega... Ich habe so mega Lust auf so eine richtig geile Kürbissuppe. Mm. Eine richtig, richtig geile Kürbissuppe. Ja, hier steht noch ein Riesenkürbis rum. Der wiegt ungefähr... 4 Kilo oder so, ich weiß nicht. Also es ist wirklich ein wirklich großer Kürbis. What? Und da könnten wir Kürbissuppe für alle kochen. Und warum habt ihr es nicht? Weil er im Kino ist. Nee, das Problem ist ja, dass wenn man den Kürbis mal anschneidet, dann muss man den ja auch irgendwie verbrauchen. Und das Problem ist, dann müsste man irgendwie 500 Jahre lang Kürbissuppe essen. Oh, warum ist hier ein Kaninchen bei uns drin? Okay, also... Jetzt kommst du zu deinem Loch, ne? Geht nicht. Hier sind jetzt noch zwei Thermalsteine als Backup hier in dem rechten. Ja. Very good. Oh, hier ist sogar noch mal Gras gewachsen. Ich ernte noch mal schnell. Ja, ich habe die gedüngt, deshalb. Wenn man das düngt, dann geht das auch. Ja, das heißt, das mit der Fäulnis lohnt sich halt echt, wenn man einfach alles, was man nicht mehr braucht, da kompostieren lässt. Dass einfach man dann da liegen lässt, ja. Ja. So, warte, ich gehe mal Kaninchen sammeln. Ja. Ich habe nämlich welche gesehen. Gut, wir töten. Yeah. Ich gehe mit meiner hier, wie heißt das denn nochmal? Mit meinem Windrädchen gehe ich nochmal. Mit deiner Laterne. Ich gehe mit meiner Laterne. Meine Laterne. Das ist die falsche Jahreszeit, aber ist egal. Hier, dort oben leuchten die Sterne.
Hier man kann jederzeit mit seiner Laterne gehen, ne? Hier sind so viele Kaninchen. Oh. Das ist echt krass. Alleine hier oben sind mega viele drin. Ich habe jetzt schon 3. Nein, wieso ist hier eine verfaulte Feldfrucht? Kann ich jetzt auch nicht mehr düngen, toll. Nee, aber du bekommst da Gras raus, ist nicht so schlimm. Doch, es ist schlimm. Ich habe doch hier ganz viele Kaninchen. Kaninchen. Ja, aber Gemüse, man braucht doch Gemüse, ja. Ja, aber manchmal geht's nicht anders. Das ist direkt fertig. Oh, Tatsache, ich habe kein Fäulnis mehr. Ich habe doch Fäulnis. Hier, schnell, bevor es vertrocknet. Moment. Wo? Das hier? Unten. Hier. Boing! So geil, wie es dann immer rauskommt. Ein Granatapfel. Okay, also wir brauchen noch 2 Sachen für hier, für den Topf. So, aber ich muss schon wieder bald essen. Ach. Ach man, immer dieses Essen. Ist das denn die Möglichkeit? Ich habe jetzt Angst, Bäume zu hacken. Das verstehe ich. Ich habe gerade gedacht, ich hätte Hunde gehört. Wäre nicht so gut. Die waren doch vor allem gerade erst vor kurzem da. Was würden die denn hier schon wieder hier wollen? Ach, ich muss hier wieder. Ja. Kann ich den karierten Fußboden nicht irgendwie hier setzen? Nee, du musst hier erstmal den Boden, das Gras wegmachen. Oh, guck mal. Untersuche. Ich will es nur testen. Siehst Gras. Oh, das Gras hier ist. Das Gras hier ist dreckig. Ach, dreckig. Das Gras hier ist krank. Nee, das ist krank. Das müssen wir wegmachen. Das wird, okay. Das wird das andere Gras auch befallen. Ich brauche dafür aber Stöckchen. Eine Schaufel, oder? Ja, ich habe keine Schaufel. Doch, ich habe eine Schaufel. Mach die mal weg. Ich weiß ja, dass es das andere befällt, aber lieber weg. Ja. Das, sonst ist nichts davon. Das kommt jetzt alles weg! Boah, wo seid ihr denn jetzt? Alter! Oh, eigentlich will ich aber, dass der karierte Fußboden unter den Holzfußboden geht und nicht über den. Da musst du es, glaube ich, andersrum machen. Ja, dann mache ich die von dem Holz nochmal raus und. Ich mag den Holzfußboden nämlich. Damit willst du mir sagen, das, was du da machst, ist gerade nicht so cool. Nein. Ich mag den karierten Boden auch, aber ich mag den Holzfußboden auch gerne. Was macht sie denn? Ich dachte, wir erweitern das vielleicht ein bisschen, damit man. Was macht sie denn hier? Weiß ich nicht, du steuerst die. Ja, irgendwie, der Kleiderschrank ist ein bisschen im Weg beim Ausgraben, habe ich das Gefühl. Sieht auf jeden Fall witzig aus, was du da machst. Ja, ich. Irgendwie geht es nicht. Ich glaube, sie muss in die Mitte von dem Teil laufen. Das geht aber nicht, weil der Schrank da steht. Ja, hallo? So. Wah. Und die Sanity ist schon wieder low. Also geht noch, aber lower, als ich es gerne hätte. Bei mir, wenn du was ausgräbst, ne? Warte, grab noch mal was aus. Dann flackert mein Bildschirm. What? Ja. Wieso denn bloß? Keine Ahnung. Oh, Baum ist gestorben. Baumi! Also, das ist mir egal, ob die Bäume sterben oder nicht. Du hast jetzt eindeutige Erfahrung gemacht. Aber sag's nur nicht so laut, nachher hört er das noch. Ja, ich versuche jetzt nochmal Bäume zu hacken. Ich glaube, wir haben nicht genug karierten Fußboden. Ist. Oder? Ja, was machst du denn da? Mein Bildschirm flackert die ganze Zeit. Immer gar nichts. Das könnte genau reichen. Ja, es reicht genau, aber ich muss. Das muss ich mal ausgraben. So, das reicht jetzt aber. Ja, gleich.
Das eine kann ich, glaube ich, sowieso nicht machen, weil da der Kleiderschrank so blöd im Weg steht. Ja, ist nicht schlimm, da hat der Kleiderschrank halt einen besonderen Fußboden. Sieht aber blöd aus. Du und dein Perfektionismus. Ja! Oh, Geschenk. Ach. Aha, Button-Shirt. Habe ich ja nur schon 100 Mal bekommen. Vielen Dank. Button-Shirt. Oh, man kann das wirklich jetzt nicht mehr wegmachen, wegen diesem Kleiderschrank. Ah, doch, jetzt. Ha, hinter dem Kleiderschrank muss man stehen. So. Und jetzt können wir den Holzfußboden nochmal drüberlegen. Ich denke, das müsste gehen. Okay. Probier mal. Nee, geht nicht. Das ist ja doof. Ja, aber so sieht es jetzt irgendwie ein bisschen doof aus. Ja, aber wieso denn? Jetzt nochmal hier. Das jetzt wegmachen und das wegmachen. Also ihr seht, wenn Nessa da was rausholt, dann flackert's. dann wissen wir, was Nessa macht. Ja, aber warum? Ich weiß nicht, warum. Ja, irgendwie geht es nicht. Also, irgendwie kann man das nicht unten drunter legen. Was vor allem blöd ist, ist dadurch, dass der karierte Fußboden so hell ist, sieht man jetzt nicht genau, wie stark das endotherme Feuer noch brennt. Oh jo. Den leider wieder wegmachen. Ja. Es war eine Idee. Am besten hier hinter dem endothermen Feuer als erstes, bitte. Ja. Das kommt hier gleich alles weg. Ja, okay. So, super. Sonst trage ich das zum Sperrmüll. Oh, jetzt hat sie wieder Ausgrabeprobleme. Ja, doch, hast du geschafft. Ja. Hast du geschafft. Habe ich gesehen. Oh, was ich wollte. Oh, ich habe schon wieder null. Null Essen? Also, wie gesagt, in der Kühlbox ist Fleisch. Ja, was will der Gobbler eigentlich hier schon wieder? Ich weiß es nicht. Warte mal. Hehe! Ich hab den Gobbler getötet. Ich hab. No! Sie hat Nessa getötet. Nein, ich hab dich nicht getötet, da ist Verhungern. Habt ihr es alle gesehen? Sie hat mich getötet. Du bist vor Verhungern gestorben. Mach doch nicht alle und die Happen. Das ist doch Verschwendung mit den Happen. Das war meine Notlösung, weil es kein Gemüse mehr gab. Und es war ziemlich eilig. Du hättest das vielleicht direkt essen sollen. Ja. Sollen wir die Folge mal beenden? Ich glaube, es sind erst 18 Minuten. Aber das macht nichts. Ah, es ist halt eine. Ja. Statt eine XXL-Folge ist es halt eine XS-Folge. Oh! Moment. Need is too intense. Was? Ja, ich sammle jetzt mein Zeug ein und dann können wir. Was? Nein! Was macht sie denn? Was ist zu intens? Die Hitze. Zu stark. Oh. Zum Glück ist das endotherme Feuer immer noch an. Das Gute ist, wir haben hier so einen krassen Grasvorrat. Einen Grasvorrat haben wir. Wenn ihr versteht, was so. Ich meine. Und ich habe jetzt noch ein bisschen Fleisch gesammelt. Ja, ich habe den Kochtopf mal angemacht. Wo ist denn mein ganzes Gras hin? Ach nee, das habe ich ja eh genannt. Das sah irgendwie gerade aus, als wäre mein ganzes Gras hin. Ja, das geht nicht. Ach, der Bernie wieder hier. Deswegen habe ich keinen Platz. Ich glaube, der Bernie dient als neue. Als neuer Gartenzwerg. Willst du essen? Nee, kannst du nicht essen. Also, ich habe 128. Ja, dann lagere ich das. Ja, lager mal. Weil, ja. Okay. Ja. Jetzt können wir die Folge aber beenden. Ja. Ne? 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 Okay, dann sehen wir uns einfach übermorgen wieder und dann gehe ich mal zu diesen tollen Ziegen.
Ja. Ja. Aufs Maul. Genau. Aber ich muss mir erstmal einen Helm machen. Machen wir aber in der nächsten Folge. Ja. Bis dahin, mach's gut. Tschüss. Und auf Wiedersehen.